Hallo, dies ist jetzt ein Video zum Thema 3G, 2G, getestet, geimpft, genesen. Was läuft ab auf dieser Welt? Derzeit bin ich in Italien. Selbes Spiel wie in Österreich, selbes Spiel wie in Deutschland. Die Menschen werden G wie genötigt oder G wie vergewaltigt, mit dem Ziel, sich impfen zu lassen. Die wenigsten Menschen wollen das. Ich habe heute ein Video gesehen vom Anwalt Dr. Bonelli. Es sind so viele Anwälte inzwischen, die sagen, das Ganze ist gegen jedes Recht, gegen jede Verfassung. Es ist illegal, was hier passiert mit dieser ganzen Vergewaltigung, die Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen, damit sie ihren Job behalten, damit sie in ein Restaurant können, damit sie in ein Flugzeug können, damit sie irgendwo hin können. Die Menschen dazu zu zwingen, sich vergewaltigen lassen, eine Misshandlung am Körper zuzulassen, ein Loch reinzustechen mit einer Substanz, wo es die wildesten Vermutungen gibt, was da alles drin ist. Wenn irgendein Mensch bei halbes klarem Verstand den Beipackzettel liest, wird er kotzübel, was da alles drin ist, an Dingen, die kein Mensch bei klarem Verstand in seinem Körper drin haben will. Jetzt ist die Frage, was kannst du tun? Es sind verschiedene Rechtsanwälte. Es gibt in Österreich und Deutschland die Vereinigung Anwälte für Aufklärung. Es gibt die Ärzte für Aufklärung. Es gibt Anwälte wie den Bonelli, die die Menschen unterstützen, dass sie diese Vergewaltigung nicht hinnehmen müssen. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wenn du schon dabei warst, wenn du dich schon impfen hast lassen, gezwungenermaßen wieder reingeh und merkst, hey, mir geht's nicht gut, mir geht's schlecht nach dieser Impfung, ich bin depressiv, ich habe Schmerzen, ich habe Albträume, ich habe Suizidgedanken, ich sehe mein inneres Licht nicht mehr oder ich habe alle möglichen seltsamen Zustände seit dieser ominösen Impfung, also keine Impfung ist, sondern eine Genmanipulation. Wo ursprünglich mal die Grünen gesagt haben, kein genmanipuliertes Essen. Jetzt soll man sich genmanipuliert eine Nadel reinstecken und sich selber genmanipulieren lassen. Du musst dich einmal fragen, seid ihr noch ganz bei Trost? Wenn du jetzt aber da dran gekommen bist schon und es jetzt bereust und merkst, du hast Probleme, gibt es verschiedene Theorien, wie man das ausleiten kann. Meine Arbeit kommt da zu tragen, ich arbeite als Energetiker, Therapeut, Heiler und biete an, mit Hilfe des Bewusstseins, mit Hilfe der Lichtmächte, den Engeln, den Lichtwesen, welcher Art auch immer und Herkunft auch immer, die ich dann rufe, mit Hilfe dieser Energie und dieser Kraft und dieser göttlichen Macht, diese Impfung, so wie man es jetzt so sagen will, wieder auszuleiten, aus dem Körper rauszunehmen. Und zwar nicht physisch, weil Einstein hat gesagt, du kannst Probleme nicht auf die Art lösen, wie sie entstanden sind. Und da bin ich der Meinung, dass du die physisch, ich wüsste nicht, wie wieder rausbringen sollst. Es gibt verschiedene Theorien. Meine Arbeit ist, das energetisch aufzulösen, dass ich Dinge in Licht und Liebe auflösen, dass ich Dinge dematerialisieren. Und das funktioniert. Das hat funktioniert jetzt schon über ein Jahr mit den ganzen PCR-Tests, wo die Menschen danach Nanochips im Kopf drin hatten und gemerkt haben, ihnen geht es super schlecht nach diesen Tests. Extrem bis Suizidgedanken, Albträume, Depression und. Wo ich helfen konnte, Dutzenden Menschen. Und jetzt ist dasselbe mit der Impfung. Es geht auch über die Bewusstseinsart, wo ich helfen kann, und das biete ich dir an. Auf meiner Webseite, der Webseite der Gesundzi Akademie, des Vereins, findest du unter Videos einige Videos, und eins dabei ist, um die Impfung wieder auszuleiten. Das ist kostenpflichtig um 69 Euro, ein sehr günstiger Preis, wo du es kaufen kannst und damit diese Impfung, wie es genannt wird, wieder ausleiten kannst aus dir. Es ist ein Bewusstseinsprozess, der bei dir angeleitet wird, mit Hilfe der Lichtmächte, die dann plötzlich bei dir sind. Egal, bist du in Amsterdam, bist du in Berlin oder bist du in Luzern oder in Wien oder in Südtirol, ist groß.
Oder ich habe ja auch Kunden aus Afrika und aus Brasilien, von überall her. Und es wird bei dir ausgeleitet. Du folgst nur den Anleitungen, die ich dir gebe im Video. Und das Zeug wird aus dir ausgeleitet. Und eine halbe Stunde später merkst du, wow, ich fühle mich viel freier, viel klarer. Ich spüre, wie Dinge aus mir rausgezogen werden. Und innerhalb von Tagen merkst du, wie sich dein System vollkommen verändert. Das biete ich dir an, dass du aus diesem Wahnsinn hoffentlich noch lebendig rauskommst, weil die Vorhersage von vielen Technikern und Ärzten, die sich mit Nanochips und so befassen, ist, dass dies das Ziel ist, der Machthaber dieser Erde, die Menschen um 2/3 zu reduzieren. Bill Gates sagt das öffentlich, Rockefeller, Rothschild, Klaus Schwab, wer auch immer sagen das öffentlich, Great Reset, überall wird das öffentlich gesagt, 2/3 der Menschen sollen weggeimpft werden. Wenn du da nicht dabei sein willst, sondern wenn du leben willst, nutz die Chance, die ich dir anbiete, kauf das Video, setz es ein, es möge dir helfen. Dafür ist es gemacht. Ich danke dir von Herzen. Mein Name ist Michael König Preuß, derzeit wohne ich in Inselfelden, jetzt gerade in Sizilien. Selbes Spiel hier. Nutz die Chance, solange es noch geht. Weil wenn sich die Dinge gewisse, sagen wir, in deinem Körper manifestiert haben, verbreitet haben, aber einen gewissen Schadenausmaß im Körper, glaube ich, kann ich nicht mehr helfen, dann auch das Video nicht mehr und da kann dir höchstens noch Gottes Gnade, Gottes Wunder helfen, wenn überhaupt noch jemand. Somit mach es lieber früh genug wie zu spät. Das ist wie bei jeder Krankheit, wenn du krank wirst und Krebs hast, wenn du mal wartest bis 3 Wochen vorm Tod, ist die Chance klein, mach's lieber früher, ist die Chance deutlich größer, dass gut ausgeht. Ich danke dir. Die Webseite, wo das Video oben ist, ist die gesundsee-akademie.at und der Videos findest du das Ganze. Alles Gute wünsche ich dir. Möge dieser Wahnsinn für alle, die dafür bestimmt sind zu leben, gut ausgehen und wir das überleben. Und falls du zu den Menschen gehörst, die diese Art der Arbeit lernen wollen, dann freut es mich von Herzen. Du findest auf dieser Seite gesundsee-akademie.at und auf meiner neuen Webseite michael-könig-preuß.com Seminare und Angebote, wo du diese Technik lernen kannst. Diese Art der Bewusstseinsarbeit mit den Lichtmächten, mit der Seelensprache, um Menschen von PCR-Test-Nebenwirkungen oder Impfnebenwirkungen zu befreien. Ich freue mich, wenn du diesen Menschen gehörst, die quasi ihre göttliche Gabe einsetzen wollen, zum Wohl der Menschheit, um die Menschen zu befreien von Dingen, die jetzt in der Zeit sind, befreit zu werden. Ich danke dir für dein Interesse, für dein Vertrauen. Schau rein. Bei Unklarheiten melde dich, dass wir rausfinden, was für dich am geeignetsten ist. Und ich sage noch was zu dieser ganzen Thematik in Seelensprache, der Lichtsprache. Das ist neben den Lichtmächten das Hauptwerkzeug, wie diese Arbeit überhaupt funktioniert. Geh schnell in die Maschine durch, dort gewesen, der Jepte Kusnienda. Jeste Wutte Grugnam, Jeste Wutte Gbadem, Jeste Wutte Logos Bajabadom, Noto Kibla Badam, Noto Kilagda, Jeste Shot Gros Vishibadam. Jeta Choi Badai, Jeta Choi Legim, Jeta Choi Legasta. Ende Majom de Jeta Nidakradai, Jeta Lugres Bujwukwa. Chedenei, 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 Linda Grespisch Buswati, Chedei, Chodoi, Chadam. Jenden Choi Tebeye, Tebeye Lai, Tebeye Li, Tebeye Logona. Chamadam Jai Jota Nederlambasa Kwasaki, Jeste Vela Mam. Ke Wogoma Wagava Chachaye, Chedenei, Wogoma Spedenei, Chamach.